Servus, ich bin der Egon Kaiser. Ich bin der Betreiber vom Bayern Tower. Wir sind eine der ältesten Münchner Schaustellerfamilien und sind jetzt zu Gast in Salzburg mit unserem 90 Meter Maibaum und wollen ein Stück Oberbayern nach Salzburg bringen. Also in den Bayern Tower passen 32 Personen rein. Der ist 90 Meter hoch und ist der höchste transportable Kettenflieger der Welt. Wir waren 2019 die Weltneuheit auf dem Münchner Oktoberfest und sind jetzt glücklich und froh, hier in Salzburg dabei sein zu dürfen. Also wir haben zwischen 15 und 20 Angestellte. Das Fahrgeschäft wird mit 15 Transporten transportiert. Wir haben einen 40-Tonnen-Kran und einen 15-Tonnen-Knickkran. Und das Geschäft wird in 2 bis 3 Tagen montiert. Die ganze Familie kann bei uns mitfahren. Hier wird es keinen schlecht. Das ist eine tolle Fahrt. Und ab 1,20 Meter kann jeder bei uns mitfahren. Ich bin Stefan Boos von der Firma Gebrüder Boos aus Magdeburg, aus Deutschland. Und wir bauen hier auf die Spinning Maus, die einzige drehbare Maus, wo alle nebeneinander sitzen können und wo jede Fahrt immer anders ist, weil die Drehung der Achterbahn individuell ist, so wie die Beladung der Leute. 2 Erwachsene links, 2 Erwachsene rechts oder Kinder in der Mitte. Jedes Mal ist die Drehung etwas anders. Ja, Schnelligkeit ist bei dieser Achterbahn nicht so das Thema. Das kann ich Ihnen nicht mal ganz genau sagen. Da ist echt der Thrill und der Drill das Entscheidende. Ja, also wir sind jetzt zu 7, also 7 Mann im Team. Wir bauen die Achterbahn tatsächlich erst zum zweiten Mal auf. Sie hatte jetzt in Dresden, in Sachsen, in Deutschland Premiere. Und direkt von dort sind wir jetzt hierher angereist. Also ich bin Klaus Rüdiger, zusammen mit meinem Bruder betreibe ich mehrere Fahrgeschäfte in Österreich und bin jetzt auf der Salzburger Duld mit dem Skyrocker, den wir jetzt da aufbauen, und dem Breakdance, der kommt aber erst. Der Skyrocker ist eine große Schaukel, da sitzen 16 Personen drinnen, also das schaukelt links und rechts bis zum Überschlag nach oben. Also das ist komplett rundherum und man steht da Kopf drinnen und es ist wirklich was für Adrenalin-Junkies. Ja, Salzburg, das ist eigentlich ein Fixpunkt in unserem Programm. Wir sind seit ewigen Zeiten da. Salzburg ist gut und Publikumsmagnet eigentlich. Auch vom bayerischen Raum her kommen sehr viele Zuschauer zu uns. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Geschichte da.